warum du wenig isst und trotzdem nicht schlank bist und natürlich, wie du mehr essen kannst und damit endlich dein Wohlfühlgewicht erreichen kannst und dich dabei noch satt fühlst. Genau darum geht es in diesem Video. Und als allererstes lass dir Folgendes gesagt sein. Es konnte gar nicht anders kommen. Wir Menschen werden ja nie darauf irgendwie trainiert oder geschult, die richtigen Lebensmittel, das Richtige zu essen. Uns wird das nie beigebracht. Und die Industrie, das ganze Marketing, online oder offline, ist ja nur darauf bedacht, uns zum Konsum anzuregen. Und jetzt denk einfach mal drüber nach, wie ist es denn? Die Lebensmittelindustrie will ja möglichst viel Geld verdienen, das ist der Sinn und Zweck. Und nicht uns irgendwie bestmöglich zu ernähren, uns mit Nährstoffen zu versorgen, sondern möglichst viel Geld zu machen. Und wie machen die möglichst viel Geld? Indem sie Dinge machen, die uns sehr, sehr gut schmecken. Und wie machen sie das? Indem sie Zucker und Fett in einem Lebensmittel vereinen. Weil was passiert dann? Unser Gehirn schüttet Dopamin aus und das fühlt sich irrsinnig doll an. Das sind diese Glückshormone. Und wenn das passiert, sagt unser Gehirn, hey, das ist toll, das wollen wir wieder und wieder und wieder. Und das heißt, wir greifen immer wieder zu diesen Lebensmitteln. Und genau das will ja die Industrie. Und das steckt ja auch in diesen ganzen Werbebotschaften drinnen. Wie gesagt, wurscht ob online oder offline, uns wird immer irgendwie so vorgezeigt, wie toll es nicht ist, wenn man irgendwie zu Schokolade greift, zu Junkfood greift, zu Fastfood greift. Und das schaffen die auch ganz gut, aber genau hier steckt eben das Problem drinnen. Weil das Allerwichtigste, um dein Wohlfühlgewicht zu erreichen, ist die sogenannte Energiebilanz. Ich werde gleich noch genauer erklären, was das ist. Also, schau mal, diese ganzen Lebensmittel, von denen ich gerade gesprochen habe, die so hochverarbeitet sind, bringen alle eins mit sich. Sie sind vom Volumen her sehr, sehr gering, aber von den Kalorien sehr, sehr hoch. Das heißt eigentlich, wenn ich nur wenig davon esse, machen sie nicht wirklich satt, aber ich habe trotzdem sehr, sehr viele Kalorien zu mir genommen. Und genau diese Kalorien sind es, die uns quasi dick machen. Weil, wenn wir einen sogenannten Kalorienüberschuss zu uns nehmen, das heißt mehr Kalorien, als wir eigentlich brauchen, dann nimmt dieser Körper genau diese Kalorien und speichert sie in Form von Fett an unseren gesamten Körper ein. Warum macht er das? Naja, einfach dazu, um für später diese gespeicherte Energie zur Verfügung zu haben, wenn er mal weniger zu essen bekommt, kann er auf diese gespeicherten Ressourcen zurückgreifen. Und wir müssen uns daher eine ganz andere Frage stellen. Wir müssen uns nicht die Frage stellen, wie viel soll ich essen, sondern was soll ich essen? Was sind die richtigen Lebensmittel, die mich an mein Ziel bringen und die mich mein Wohlfühlgewicht erreichen lassen? Also ich habe dir jetzt auf der einen Seite gesagt, okay, was genau ist das Problem? Woher kommt das? Und damit du jetzt wirklich dein Ziel erreichst, musst du eigentlich genau das Gegenteil von dem machen, was ich gerade erklärt habe. Und zwar ist es absolut entscheidend, welche Lebensmittel du in deiner täglichen Ernährung zu 80% auswählst. Und da habe ich dir auch gleich zwei Low-Hanging Fruits mitgebracht. Das erste sind zuckerhaltige bzw. kalorienhaltige Getränke. Es ist relativ einfach, auf die zu verzichten, wie zum Beispiel Zucker im Kaffee, irgendwelche Red Bulls, Cola, was auch immer sonst noch da draußen jetzt für Getränke im Umlauf sind, die als gesund gelten und vielleicht noch irgendwelche Vitamine oder sonstiges beinhalten, aber fast in allen Getränken ist Zucker drinnen. Auf die kann man relativ leicht verzichten, indem man es einfach mit Leitungswasser auswechselt. Und die zweite low-hanging fruit ist Junkfood. Junkfood ist genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, sogenanntes hochverarbeitetes Essen, welches eben immer Zucker und Fett vereint, was irrsinnig gut schmeckt im ersten Moment und so in der Natur auch eigentlich nie vorkommen würde. In der Natur gibt es kaum Lebensmittel, die einen hohen Zuckeranteil, einen hohen Kohlenhydrateanteil und einen hohen Fettanteil vereinen und so eine Geschmacksexplosion auslösen wie dieses ganze Junkfood. Ich sage dir jetzt auch wirklich die Lösung, wie du ein für alle Mal dein Wohlfühlgewicht erreichst und es gibt eigentlich nur eine einzige Lösung, die dich wirklich langfristig und auch mühelos an dein Ziel bringt und diese Methode nennt sich Vollwertkost
in Verbindung mit Ernährungsintelligenz. Eine Vollwertkost bedeutet, dass wir eigentlich zu 80% nur unverarbeitete und wenig verarbeitete Lebensmittel zu uns nehmen. Das bedeutet, niedrig verarbeitete Lebensmittel oder gar nicht verarbeitete Lebensmittel sind Lebensmittel, die nicht irgendwie in der Fabrik verarbeitet mit Zusatzstoffen aufgefüllt werden. So wie eine Banane, ein Apfel, ein Stück Fleisch, Eier, solche Dinge. Und wenig verarbeitete Lebensmittel sind Lebensmittel, die vielleicht ein bisschen verarbeitet wurden, wie zum Beispiel aus Milch wird Topfen oder man kann ja auch aus Tomaten ein gesundes Ketchup machen, ohne irgendwie jetzt kiloweise Zucker hinzuzufügen. Dann ist das auch verarbeitet, aber immer noch in ihrer natürlichen Form, sage ich mal. Hochverarbeitete Lebensmittel sind bei einer Vollwertkost eben nur zu 10% quasi erlaubt, sage ich mal. Und da kommt eben das Stichwort Ernährungsintelligenz hinzu. Es gibt Lebensmittel, die dich dein Ziel näher bringen und es gibt Lebensmittel, die dich eher deinem Ziel entfernen. Und so gesehen gibt es jetzt keine Lebensmittel, die irgendwie super gut sind oder super schlecht. Es gibt Lebensmittel, die für dich vorteilhaft sind und welche, die weniger vorteilhaft sind. Es geht also nicht darum, irgendwie jetzt stundenlang Sport zu machen oder die bekannten 10.000 Schritte jeden Tag zu sammeln, sondern in erster Linie musst du mal wirklich mit deiner Ernährung das richtige Fundament schaffen. Wie auch, wenn du ein Haus baust, musst du erstmal das Fundament schaffen und dann kannst du wirklich ein tolles Haus drauf bauen. Und das ist in deinem Fall einfach die Ernährung. Die muss erstmal stehen. Und wie genau diese Ernährung jetzt für dich funktioniert, weil einfach aus dem Grund diese Vollwertkost zu 80% für jeden gleich ist, aber die restlichen 20% müssen für dich individuell angepasst werden, an deinen Alltag angepasst werden, dir schmeckt nicht alles, was zum Beispiel mir schmeckt und du vertragst nicht jedes Lebensmittel, das ich sehr gut vertrage und vice versa. Das heißt, das muss wirklich auf dich, auf deinen Alltag, auf deine Ziele perfekt angepasst werden. Und das mache ich gerne mit dir in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Geh dazu jetzt auf meine Website www.jürgenthoman.de und trag dich dort eben, wie gesagt, kurz ein und ich werde mich dann mit dir persönlich in Verbindung setzen und mit dir gemeinsam dein Ziel erreichen.